schaut diese Körnung unter dem Mikroskop und das sollen ja Quarzkörner sein. Sollte das hier reingeklebt sein, dann haftet ja auch das Klebematerial an den Körnern und das sieht man im Mikroskop. Und das möchte ich auch noch darstellen. Ah, schön. Ah. Das ist kein Ton, das ist Gusskernmaterial, Quarzkörner, fertig. Feierabend. Mhm. Und da ist auch nichts geklebt. Und wenn was geklebt wäre, wenn wir das aufbereiten, dann schäumt es auf und dann kriegen wir es im Prinzip weg. Und wenn wir es nicht wegkriegen, oder beim Aufschäumen ist ja praktisch schon bewiesen, dass das unnatürlich ist. Wenn es nicht aufschäumt, ist nichts da. Und wenn man das noch damit in die Messung ein bisschen reinnimmt, dann kommt das Ergebnis, es geht nicht. So, das war das. Das war Schürze. Das haben Sie aus den Fugen, aus dem ganz schmalen Zwischenraum. Hier. Ja, mit diesem, das wird ja, die Figur wird ja Moment mal, die Figur wird hergestellt als Model in Wachs und dann wird eben die Tonmasse drüber gegeben und dann die Gießkanäle. Genau. Und dann fließt das rein. Ich weiß jetzt bei Reiter nicht genau, ich meine, hallo, das ist schon... Ist die hohl, die Figur? Ja, die sind hohl. Und dann muss ja innen letzten Endes auch ein Tonkern gewesen sein. Ich denke, wenn die jetzt hohl ist, wenn wir durchbohren, dann haben wir innen den Gusskern. Und man kommt aber von unten nicht zum Beispiel in die Füße rein. Könnte ja sein. Manchmal ist es so, es ist bis hier hohl und da unten hat sich die Bronze fest angesammelt. Ja, ne? Ja. Also vom Klang her ist der wohl, aber weil das sehr schwer ist, ist das noch voller Material. Ich verstehe. Ja, da kommt er nirgendwo. Kommt man rein. Ein tolles Stück. Man kann jetzt natürlich hier wissen. Ach so, da ist eine Öffnung. Ja, unten, die muss sein, glaube ich, von der Technik her, von der Gießtechnik. Können wir dann ja noch was rausbekommen. Ja.